wenn ich von da oben runterkomme, das ist immer noch für mich so eine wunderschöne Ansicht, so dieser Palast da mitten in den Bäumen. Das sieht hier aus wie ein Schloss. Das war meine erste Liebe hier, die Station. Und ich bin auch da geblieben nach meiner Ausbildung und bin seit 6 Jahren dabei. Neurologie ist das komplexeste Fach in der Medizin, was wir haben. Der Patient ist oft am Hirn betroffen und damit im Selbst. Das ist ja nicht, wenn er herzkrank ist oder einen kranken Magen hat. Und wir müssen mit Menschen umgehen, die von ihrem Kern, ihrem Charakter eventuell entfernt sind. Das heißt, wir brauchen Einfühlung und Fachkompetenz. Es geht um, wie kann die Patient weiter das Lebensqualität bewahren und verbessern. Für eine gute Behandlung muss man den Patienten kennenlernen, alle Probleme irgendwie lösen können. Und das machen wir alle zusammen im Team. Wir haben ein großes Team. Die Mitarbeiter kommen aus anderen Ländern auch. Die fühlen sich dann auch hier sehr wohl, weil das Team sehr gut mit den anderen kombinieren kann. Und halt auch sprachmäßig, wenn Barrieren sind, dann helfen sie sich und es passt perfekt. Die Zusammenarbeit mit den Ärzten ist natürlich exzellent. Ne? Die Ärzte stellen sich jetzt nicht unbedingt auf ein höheres Level, sondern fügen sich gut ins Team mit ein und nehmen auch Ratschläge und Anregungen von uns an. Genauso nehmen wir auch Anregungen von den Ärzten an. Jeden Tag bekommst du etwas Neues. Und wir besuchen sehr oft verschiedene Weiterbildungen und wir haben alle Neuigkeiten in unserem Beruf. Egal, ob man Pflegekraft ist, Arzt, Therapeut, wenn Sie ein großes Spektrum haben wollen, auch von anderen Begleiterscheinungen, sind Sie hier genau richtig? Motiviert bin ich, weil die Arbeit hier mir einfach Spaß macht. Die Umgebung mit den vielen Wäldern und diesen Flächen und jetzt im Herbst mit den rot und gelben Farben, das finde ich einfach klasse. Es ist wirklich wunderbar. Und hier ist der Kurpark ja auch ganz nah, wenn man da durchläuft. Wir haben jetzt ein eigenes Elektrofahrzeug für die Station. Das können wir nutzen. Das ist natürlich auch eine schöne Aktion für uns. Diese Intensivpflege, die Beatmungspatienten, die machen mir sehr viel Spaß. Und ich finde, wenn man in der Pflege arbeitet, muss man das auch ein bisschen mit Herz machen. Auf jeden Fall, ich möchte hier bleiben. Mein Weg geht weiter in Richtung Schüler. Und das hat auch Neurologie mir ermöglicht, auch die Schüler zu motivieren und dazu beibringen, wie die Neurologie auch wirklich ist. Die Ausbildung ist natürlich erst der Anfang. Stagnieren ist das Schlimmste, was man machen kann. Und bei Asklepios sehe ich da sehr, sehr große Möglichkeiten, mich weiter und vorzubilden. Und die Patient merkt das schon, dass wir wissen alles, wir sind als Familie und wir können das schaffen eigentlich. Deshalb finde ich das toll. Wenn Sie in einem familiären Team sich engagieren wollen für schwerkranke Menschen, kommen Sie zu uns. Sie können alles lernen, was Sie wollen. Wir sind multinational, multiethnisch, multireligiös und wir brauchen tolle Charaktere. Kommen Sie zu uns.